Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen zum nächsten Loot Chest Unboxing. Dieses Mal leider ein anderes Kamerasetting, weil ganz einfaches Ding, das ist jetzt schon die zweite Aufnahme. Ich habe das Video gerade eben schon mal gemacht, deswegen weiß ich jetzt schon, was in der Box ist. Ich habe es irgendwie aufgenommen und dann ging es nicht synchron zu machen, die beiden Videospuren. Diesmal nehme ich es ein bisschen anders auf. Mal gucken, ob das so auch geht. Legen wir mal los. Als allererstes. Genauso habe ich auch bei dem anderen Video angefangen. Ein Poster. Und zwar von Superman. Ein ziemlich langes Poster sogar. Ich kann das ja mal hier so präsentieren. Hier, das ist einfach so ein riesiges Comic-Strip-Poster. Ist auf jeden Fall richtig cool. Als nächstes ein Perry Roden, die Welt des Perry Roden. Wird wahrscheinlich die ganze Geschichte über diesen Charakter, diesen Comic da so erklärt, keine Ahnung. Ich nehme es mal an. Ich habe jetzt nicht reingeguckt so groß, aber man sieht ja so ein paar Sachen. Die Produktpalette, was haben wir hier noch? Neu im Perry Roden Universum, sowas halt. Häufig gestellte Fragen. Da wird das alles erklärt. Ich hatte in der letzten oder vorletzten Loot Chest war ja schon mal Sticker von Perry Roden drin und da habe ich ja gesagt, ich kenne mich damit gar nicht aus und dieses Mal ist einfach mal die Erklärung dazu drin. Finde ich an sich ganz cool. Warum nicht? Übrigens dieses Video auch leider nicht in 1080p, weil sonst habe ich das ja mit dem Handy aufgenommen. Und da war die Qualität ja recht okay. Diesmal kann ich das leider nicht machen, weil ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal aufzunehmen und dann wieder versetzte Spuren und so. Es ist mir zu viel Arbeit. Ein Perry Roden Neo Roman soll das, glaube ich, sein. Auf jeden Fall viel Text, wenig Bilder. Ist an sich auch gar nicht mal so dünn. Wo zeige ich denn das hier? Ist an sich auch gar nicht so dünn. Also man kann schon eine Weile dran lesen, wenn man sich denn dafür interessiert. Perry Roden Neo. Ein Big Bang Theory Schlüsselanhänger. Den habe ich in meiner letzten Aufnahme schon ausgepackt. Kann ich jetzt diesmal natürlich nicht machen, aber spart natürlich auch ungemein Zeit. Dann haben wir einen Gumstick. Mega Sour von Brain Blasters. Den habe ich in dem letzten Test gekostet. Mache ich jetzt nicht nochmal, weil es ist ein Kaugummi und ja, so sieht das aus. So sieht das aus. Ist einfach nur ein riesiger Kaugummi. Ist Apfelgeschmack. Ist ziemlich sauer, ja. Aber jetzt nicht so sauer, dass man. Ne? Wie steht's hier? Brain Blasters, ne? Dass das Gehirn explodiert oder so. Nee, so sauer ist es jetzt natürlich nicht. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die wirklich cool ist. Und wenn ich ein Kind hätte, beziehungsweise eine Tochter, dann würde ich ihr das wahrscheinlich ins Zimmer oder an die Tür hängen. Und zwar ein Simpsons Blechschild mit dem Schriftzug Honeybug. Finde ich wirklich richtig süß, obwohl ich dieses Wort überhaupt nicht mag. Aber es ist auf jeden Fall ein Blechschild, wie man sieht. Ist auch noch eingepackt alles hier und sehr hochwertig. Ich finde es sehr cool, da hat mein Handy gerade geklingelt. So, was haben wir noch Schönes? Diesmal ist die Box ein bisschen größer und schwerer. Liegt wahrscheinlich auch unter anderem an diesem Teil hier. Ein Star Wars 3D-Bild. So ein richtig mit Rahmen drum, relativ dick. Weiß nicht, ob man das sieht. Doch, ich denke schon. Ich kann mit Star Wars nicht viel anfangen. Aber ich finde es wirklich echt cool. Wenn das jetzt natürlich von einer Serie gewesen wäre oder von einem Film, den ich echt feiere oder so, dann wäre das wesentlich cooler gewesen. Aber ist auf jeden Fall sehr geil. Wegen diesem Teil ist unter anderem die Loot Chest ein bisschen größer dieses Mal. Und schwerer wegen dem, was jetzt als letztes noch kommt. Was ich persönlich richtig cool finde, weil das, was jetzt als nächstes kommt, ist, denke ich mal. Was heißt, ich denke, ich weiß es ja jetzt mittlerweile, weil ich das Video schon gemacht habe. Ist das der teuerste Artikel in der ganzen Box. Und zwar ist es einfach mal. Ja, ihr seht schon, das ist ein Buch. Es ist Assassin's Creed 4 Black Flag Blackbeard
Das verschollene Logbuch. Ihr haltet ein bemerkenswertes Dokument in den Händen. Das verschollene Logbuch des berüchtigten Piratenkapitäns Edward Thatch, auch bekannt als der legendäre Blackbeard. Das ist einfach mal so ein richtig fettes Buch von Assassin's Creed 4, Black Flag. Richtig mit Strukturen hier bei den Rändern und alles, noch eingeschweißt, relativ dick, sehr hochwertig. Und es hat, dieses Buch alleine hat einen Marktwert von 39,99 Euro. Das ist schon sehr krass, weil ich bezahle 25 Euro im Monat für diese Loot Chest. Also ist dieses Buch alleine schon mehr wert als der Preis des monatlichen Abos. So, das war's dann wohl. Aber noch eine Information, und zwar, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, in letzter Zeit kamen nicht so viele Videos, lag einfach daran, ich hatte ein bisschen viel um die Ohren, dann Gamescom, und davor war auch sehr warm hier bei uns, also jetzt die letzten Tage waren es teilweise an die über 40 Grad und so, und ich hier Dachgeschoss und nur am Schwitzen und über 30 Grad, 35 Grad hier in der Bude, dann noch den Rechner anschmeißen und Videos machen, das macht keine Laune, das könnt ihr euch, denke ich, mal vorstellen. Es wird jetzt noch wahrscheinlich die nächsten Tage noch ein Gamescom-Video kommen, kleines, so Zusammenschnitte mit Bildern und Videos. Das kommt auch noch. Und demnächst wird es dann auch irgendwann mit die Gameplays und Let's Plays weitergehen, keine Ahnung, was da noch alles kommt, aber mich kotzt diese Pause gerade selber an. Aber ich habe das ja schon mal relativ am Anfang gesagt, wenn ich keinen Bock habe, Videos zu machen, dann mache ich auch keine Videos, weil sonst, ja, das merkt man jemanden halt an, wenn er keine Lust hat. Und deswegen habe ich es halt gelassen. Und wie gesagt, ich mache jetzt mal ein kleines Päuschen. Ja, auf der Gamescom war ich ja gewesen, deswegen ja das Video, und ich wurde auch von ein paar Leuten besucht. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig, und für mich war es doch ziemlich ungewohnt, wenn da Leute ankommen und ein Foto mit mir wollen. Aber es war auf jeden Fall ganz witzig, ich habe ein paar nette Leute kennengelernt. Ups, das war das Blechschild. Aber das war's jetzt mit der Loot Chest. Wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Weiß nicht, ob so oder wieder so wie in den alten Videos. Und hören tun wir uns, denke ich mal, auch in den nächsten Wochen, sage ich jetzt mal. Ich versuche in den nächsten Wochen mal wieder ein Let's Play oder sowas zu machen oder irgendein anderes Video. Also, macht's gut, macht euch noch einen schönen Tag, und wir hören und sehen uns. Ciao, ciao.